Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin. Im letzten Part waren wir zwar noch auf einer anderen Route, und zwar Richtung Elysis, aber ich bin nochmal zurückgegangen, weil ich was sehr, ja, Interessantes herausgefunden habe. Und zwar, ich hatte ja gesagt, wir können uns hier werden wir unser letztes Teammitglied fangen. Daraus wird aber nichts. Aus dem folgenden Grund: erst wenn wir den nationalen Pokédex, den Pokédex mit allen Pokémon aus allen Generationen bis vierte Generation natürlich haben, können wir dieses Pokémon erst hier fangen. Darum mache ich eine kleine Planänderung. Und deshalb fangen wir schon die, leider, erst die, also schon die Weiterentwicklung. Und ich kann hier ruhig mal kurz mit Fahrrad fahren. Ja, man kann nämlich die Weiterentwicklung auf einer anderen Route fangen, wo wir schon lange hingehen hätte können. Aber ich habe wirklich gedacht, man kann die schon so jetzt, diese Pokémon schon fangen, aber nee, man braucht den großen Pokédex sozusagen. Und ja, das, ja, konnte ich jetzt leider nicht wissen, mit ein Paaren, also dass ich da das Pokémon in die Pokémon-Pension gebe und dann, dass da ein Ei rauskommt, daraus wird auch nichts. Weil dazu brauchen wir ein Ditto und ein Ditto kriegt man auch erst ganz, ganz spät. So, Route 209. Hier soll dann unser Teammitglied sein. Mal sehen, ob es wirklich hier ist. Das werden wir mal sehen. Nee, das ist nicht unser Teammitglied. Und ja, wie ihr auch schon seht, ich habe Blitzmaus ein bisschen trainiert. Ich weiß nicht, ob ich das noch in der Aufnahme gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich ihm die TM Schockwelle gegeben. Weil die letzte Aufnahme ist für mich jetzt auch eine Woche her, weil ich halt Blitzmaus ein bisschen trainiert habe. Und so weiter und so fort. Ich zeige jetzt nur seine, ja, wahre Stärke sozusagen. So stark ist Blitzmaus noch nicht. Ist jetzt auf Level 27. Die eine Attacke, von der ich gesprochen habe, die kann Blitzmaus auch noch nicht erlernen, weil es noch kein Pikachu ist. Wir hätten zwar auch gleich ein Pikachu fangen können, aber ich will einfach von vorne, von der ersten Entwicklung an anfangen. Deswegen wollte ich das eigentlich auch mit dem letzten Teammitglied das machen. Toll, Grafikbug. Aber ja, das geht leider nicht. So, jetzt werde ich auch hier flüchten und das richtige Pokémon suchen. Doch mal, ich finde es. Ja, gleich im nächsten Gras. Oh, kommt schon. Ach, nur Bidifas. Nur Bidifas. Ich kann's nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Mal bitte hier Flucht. Dankeschön. Nicht, warum ist hier jetzt so ein doofer Grafikbug? Aber nicht, dass die mir jetzt hier sagen, dass dieses Pokémon nur an bestimmten Tageszeiten auftaucht. Dann wäre ich aber richtig sauer. So. Nein, nicht hier Kampf, nicht hier Kampf. Ich will jetzt hier kurz nochmal in Pokewiki nachschauen. Dass das wirklich hier jetzt beispielsweise nur morgens auftaucht oder nur abends oder nur nachts. Aber nö, ich kann ruhig Pokewiki gleich schließen, weil darf ich vorstellen, unser letztes Teammitglied, Chanera. Ich wollte eigentlich einen Vonera haben, dass sich es dann zu Chanera weiterentwickelt und dann später zu Hytera. Aber ja, wir müssen mit Chanera anfangen. So, Schockwelle. Ist ein Bombe-Pokémon. Mit Bombe meine ich es deswegen, weil es hat so viele KP. Ihr seht es schon, ich kann es eigentlich gar nicht schwächen, aber ich werde trotzdem Donnerwelle einsetzen. Das ist, boah, einfach nur, boah. So, es ist paralysiert, das ist sehr, sehr gut. Und ich werde gleich auch hier die Pokebälle auspacken. Überball, Pokeball, ist was? Komm mal hier in den Luxusball rein. Ja, dann ist unser Team endlich vollständig nach so vielen, ja, ich sag mal, so nach so einer Weile. Heilung auch, nee, jetzt ist die Donnerwelle wieder weg. Na gut, dann muss ich halt nochmal Donnerwelle einsetzen, weil mit Donnerwelle ist halt ein bisschen, ja, höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Pokémon drinne bleibt. Naja, KP brauche ich ja sowieso nicht abziehen, weil ihr seht es, es kann sich heilen bis zum geht nicht mehr. Und mit den vielen KP, das ist schon richtig,
Genial. Und ich habe noch nie ein Scharniere, beziehungsweise dann später Haitiere trainiert. Darum bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Nur erstmal muss es rein in den Pokéball reinkommen. Ja, und ich denke mal, mit Blitzmaus auf Level 27 ist erstmal in Ordnung. So. Ah, toll. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was Scharnierer für eine Fangrate hat. Ich hoffe mal eine ganz gute, aber bisher sieht es nicht danach aus. Wenn ich hier schon mit einem Hyperball mache, das ist schon ganz schön. Aber doch, doch. Ja, es ist drin. Es ist drin. Schön. Spitznamen. Spitznamen. Ja, Spitznamen. Spitzname. Du hast ja heilende Attacken. Soll ich dich Heiler nennen? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Heiler, Heiler, Heiler? Ja, komm. So, Heiler. Ja, halt alle. Na gut, alle heilt er nicht, aber er kann sich halt selbst heilen. Und diese Attacke Weichei, die es da schon drauf hat, diese Attacke wird es auch wahrscheinlich behalten. Und dieser Bug muss. Dankeschön. Dieser Bug musste da immer weg. Und ich werde jetzt auch kurz zurückrennen und zum Pokécenter. Wir sind hier gerade in Herzhofen sind wir. Dann geht es da lang. Und dann werde ich das Pokémon auch dann ins Team nehmen. Aber das war eben ein ganz schöner Lag. Das war eben ein ganz schöner Lag. So, erstmal bitte die Pokémon heilen. Na gut, braucht er eigentlich nur Blitzmaus heilen. Weil nun haben wir wirklich ein vollständiges Team und dann können wir schön weitermachen. Ich werde auch Scharniere offscreen wieder bisschen trainieren. Dass es auch so auf Level 27 ist wie Blitzmaus. Den Rest von Blitzmaus trainieren wir halt selbst jetzt. So, Scharniere. Mal bitte bewegen. Aber, wir müssen dafür ein anderes Teammitglied erstmal rausnehmen. Stimmt. Ein anderes Teammitglied erstmal rausnehmen, bevor ich hier wieder PC zugreife. Welches hat die meisten Level? Seeblatt. Würde ich sagen, oder Firefight. Seeblatt oder Firefight kommt erstmal raus. Seeblatt kommt raus, weil Seeblatt ist schon auf der Endstufe. Weil wir brauchen einen vollen Sklaven. Für Auflockerung oder Auflockern, so heißt das. Dann kommt erstmal zeitweise Seeblatt erstmal raus auf die Box, ja, in die Box. Und sobald wir keinen vollen Sklaven mehr brauchen, kommt dann das vollständige Team dann, ja, ins Team sozusagen. So, ich möchte kurz vorher nochmal was anderes schauen. Geht ganz, ganz schnell, wenn die Seite hier geladen wird. Ach, das kann ich auch später dann auskriegen machen. Ich wollte jetzt wegen den Attacken schauen, aber jetzt fiel mir ein, ich will das Scharnierer sowieso auskriegen, entwickeln. Und warum fahre ich eigentlich mit Fahrrad? Ich kann ja hier Kampfadler verwenden und hier Fliegen einsetzen. So, das hat jetzt wieder einige Minuten gedauert, tut mir leid. Aber jetzt geht es wirklich weiter. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wie gesagt, schon eine Woche her. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz so, wo wir stehen geblieben sind. Aber, Moment. Wir könnten doch den EP-Teiler trotzdem erstmal Scharnierer geben. Stimmt. EP-Teiler. So. Trägt den ovalen Stein, wird ausgetauscht. Was bewirkt nochmal der ovale Stein? Ja, Evolution, aber ja, Scharnierer. Man braucht den ovalen Stein, um Vonera zu Scharnierer zu entwickeln. Und ja, wir haben ja jetzt das Scharnierer schon. So, hier waren wir ja, glaube ich, schon soweit fertig. Habe ich einen Schutz aktiv? Ich glaube, nein. Nee, weil ich ja auch Blitzmaus, ja, trainiert habe. So. Hier sind wir ja durch. Stimmt, hier sind wir ja stehen geblieben. Waren wir da rechts schon? Ja, da waren wir, glaube ich, auch schon. Genau. Da links auch. Und hier sind wir stehen geblieben. Hier müssen wir einen Auflockern einsetzen.
Zwar sieht der Nebel jetzt noch nicht so doll aus, aber der wäre dann später nochmal um einiges schlimmer geworden. Den haben wir schon angesprochen, okay. Oder halt auch nicht. Ah, da ist ja jemand, den habe ich gar nicht gesehen. Entweder der da vorne, der war ein Trainer, oder den wir schon im letzten Part besiegt haben, oder der hat einfach nur was gesprochen. Aber hier ist ein Ninja. Mit Zubat. Ist ein dankbarer Gegner für Blitzmaus. Ist auf Level 29, also noch zwei Level über Blitzmaus. Aber trotzdem gebe ich jetzt mein Bestes, mit Blitzmaus jetzt anzugreifen. Weil unser Team war sowieso schon sehr, sehr stark, und wenn wir jetzt ein anderes Pokémon trainieren, ja, kommt das Gleichgewicht wieder zusammen. Es wird wieder spannender für uns. So, leider ist jetzt der Blitzmaus ein bisschen verwirrt. Aber es greift trotzdem an. Das ist sehr, sehr gut. So. Ist super schon mal besiegt. Ist ja ein Flug-Pokémon. Darum wirklich ein sehr, sehr dankbarer Gegner für Blitzmaus. Und ich bin mal auch sehr gespannt, wann sich Blitzmaus zu Pikachu entwickelt. Bisher habe ich das noch nicht erfahren. Also, ein Pichu entwickelt sich ja durch Freundschaft. Und ja, da müssen wir halt mal sehen, wann Blitzmaus uns so sehr vertraut, dass dann Blitzmaus, ja, sich entwickelt. So, Donnerwelle für Skundkapu. Ich habe auch bemerkt, dass Blitzmaus eher ein sehr, sehr taktisches Pokémon sein wird. Und zwar wegen Donnerwelle und auch Bitterkuss. Bitterkuss ist auch sehr, sehr wichtig. Bisher macht Blitzmaus auch einen super Job wegen der Verwirrung. Ist ja noch gar nicht selbst verletzt. Und jetzt, das Skunkapu ist paralysiert und verwirrt. Und eins von den beiden trifft jetzt hier, ja, ein, sag ich mal. Dann würde ich sagen, Blitzmaus ist immer noch verwirrt, das ist gar nicht gut. Aber trotzdem wird Ränkeschmied eingesetzt, um den Angriff, den Spezialangriff zu erhöhen. Und zwar stark zu erhöhen. Oh, scheiße. Leider setzt das Skunkapu jetzt Toxin ein. Und die Verwirrung bei Skunkapu ist jetzt auch leider schon weg. Dann würde ich sagen, wir setzen eine Beere ein. Die Persif-Beere. So. Ja, dann ist Blitzmaus schon mal geheilt. Rauchwolke. Rauchwolke senkt die Genauigkeit. Ist jetzt nicht das Beste vom Besten, aber ja, ich setze jetzt hier nochmal Bitterkuss ein. Okay, ist auch nicht mehr verwirrt. Ah, geht jetzt leider in den Schlitzer. Wie viel zieht Schlitzer ein? Ah, ab. Nein. Oh, das, ah. Scheiße. Scheiße. Ganz einfach, scheiße. Das war natürlich jetzt gar nicht geplant. Ja, dann werde ich hier mal einen Beleber einsetzen. Der letzte Beleber, den ich noch habe. Das wird keine Wirkung haben. Ja, ah. Also, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Natürlich setzt es jetzt hier noch Toxin ein. Natürlich. Ich werde aber jetzt Firefight nicht vom Gift heilen, sondern hier Flammenrad einsetzen. Das Skunkapu muss sterben. Eindeutig. So, wie viel zieht es ab? Das zieht genügend ab. Das ist sehr, sehr gut. So, Heiler kriegt natürlich jetzt auch einige EP, da wir ja hier ständig kämpfen. Ein Golbat. Das wäre ja natürlich jetzt ein super Gegner für Blitzmaus, aber nee, ist mir zu gefährlich. Ohne Zahn kommt er in den Kampf. Mir für Blitzmaus einfach zu gefährlich. So. Hallöchen, Golbat. Felsgrab. Geht natürlich daneben. Flügelschlag zieht natürlich nicht viel ab. Naja, ist normal effektiv. Ich dachte, es wäre nicht sehr effektiv, aber okay. Aber Felsgrab ist sehr effektiv gegen Golbat. Ist die Hälfte schon mal weg und die Initiative sinkt. Naja. So. Und dann nochmal Felsgrab. Bitte trifft. Dankeschön. Und dann, ich denke mal, ab dem nächsten Part können wir so richtig... Was? Nicht besiegt? Können wir so richtig durchstarten mit unserem Pokémon. Sobald sich Blitzmaus wirklich weiterentwickelt hat, ist es... Können wir auch mit
Blitzmaus so einiges anfangen und es wird dann auch ein schönes, starkes Pokémon. Nur jetzt ist es halt noch ein Baby-Pokémon und Baby-Pokémon sind nicht stark. Das ist, denke ich mal, klar. So, Heiler erreicht Level 20. Komprimator, okay. Was hat ein Heiler überhaupt für Attacken? Routenschlag, Heilung, Duplex-Hieb und Weichei. Komprimator erhöht den Fluchtwert, genau. Da kommt Routenschlag erstmal raus. Heilung ist dafür da, um Statusprobleme zu heilen. Und Weichei füllt, ich glaube, die Hälfte der KP ja auf. Genau. Und Duplex-Hieb ist halt eine schwache Normalattacke, aber Scharnierer wird noch eines Tages noch bessere Attacken erlernen. Ein Pionscorer. Da bleiben wir jetzt dabei. Ohne Zahn. Ohne Zahn hat zwar nicht mehr so viele KP, aber das Pionscorer wird mit einer Erdbebenattacke ganz schnell besiegt. Beziehungsweise eine Bodenattacke. Erdbebenattacke. Ja. So. Nicht? Ist das nur ein Normaleffekt? Ach so, weil Pionscorer noch den Käfertyp hat, ist das nur normal effektiv. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, der versucht noch alles rauszuholen, aber der schafft es nicht. Obwohl die Verteidigung sehr stark steigt, es wird trotzdem besiegt. In dieser Runde. Sag ich doch. So. Eine EP für ohne Zahn und für Heiler. Wenn es dieser Trainer jetzt auch besiegt, dann werden wir uns unsere Pokémon erstmal heilen. So, mit Medizin natürlich. Gegengift einmal für Firefight. Könnte auch eine Pilzbeere verwenden, aber ich habe jetzt das Gegengift da gesehen und wollte es gleich einsetzen. Haben wir keinen Super? Doch, Supertränke haben wir auch noch. Das ist sehr, sehr gut. Einmal für Blitzmaus. Und einmal für ohne Zahn. Ach, ich habe doch nach rechts gedrückt. So, jetzt. Dann ist unser Team auch schon einiges wieder geheilter. Dann ist da jetzt ein Zerschneiderbaum. Das ist eigentlich... Ach, was tippe ich denn hier? Ist eigentlich gar nicht gut, weil wir jetzt den anderen vollen Sklaven natürlich nicht dabei haben. Aber ich versuche mal was auszuprobieren. Nein, hier. Nein, unser jetziger vollen Sklave kann Zerschneider nicht einsetzen. Nur dann müssen wir uns auf das... Müssen wir das Item... Auf das Item da verzichten... Da gibt es ja gar kein Item. Und die Pokémon greifen uns trotzdem immer noch an, weil ja Blitzmaus vorne ist. Und Blitzmaus ist halt immer noch um einiges schwächer als die anderen Pokémon. So, dann der nächste Trainer. Nein, kein Trainer. Du bist kein Trainer. Du wagst es uns zu besiegen. Den haben wir schon besiegt? Warum haben wir den anderen da oben nicht besiegt? Haben wir die beiden da schon besiegt? Ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Die beiden haben wir noch nicht besiegt. Okay. Dann besiegen wir die jetzt mal. Vorne werden dann sein Blitzmaus und ohne Zahn. So, Garados und Raichu. Ist eigentlich sehr, sehr gut, weil wir können mit einer schönen Elektroattacke das Garados angreifen. Es hat eine vierfach Schwäche gegen Elektro. Und mit den gegen das Raichu haben wir eine schöne Bodenattacke. So. Dürfte das Garados besiegt, obwohl das gerade die beiden Pokémon sind auf Level 36. Also ich gehe hier gerade ein ganz schönes Risiko ein, um mit Blitzmaus. Scheiße. Also bitte überlebe. Nee, das überlebt er nicht. Vierfach Schwäche. Das Garados eine Eisattacke hat, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Scheiße. Da ist jetzt so ohne Zahn auf jeden Fall besiegt. So, ein Volltreffer. Hat schon mal eine ganze Menge abgezogen. Wir setzen jetzt Firefight ein. So, mit Blitzmaus machen wir nochmal Schockwelle und mit ihm machen wir Flammenrad auf Raichu. Okay, das geht auf Firefight. So, da ziehen eine ganze Menge ab. Raichu könnte aber Statik haben. Okay,
Okay, ich sehe jetzt aber nichts von Statik. Na, Schweif, ah, das war irgendwie klar. Das war irgendwie klar. Shit. User joined your channel. What? Hallo, Mega. Sound muted. Oh, ja, ich merke gerade so noch, dass im Hintergrund noch jemand war. Also, dass ich noch im TS drin war, aber ja, ist jetzt nicht so schlimm. Shit. Was machen wir? Okay, aber Garrett, das ist fast ganz besiegt. Was machen wir? Ah, ich möchte aber auch nicht Blitzmoss sterben lassen. Ah, das ist ja, das geht jetzt den Berg runter. Das geht jetzt wirklich den Berg runter. Soll ich nochmal versuchen, Garrett? Ich werde jetzt Bitterkuss auf Raichu und mit ihm werde ich Aeroas auf Garados. Garados muss auf jeden Fall jetzt schon mal weg. Dann ist schon mal ein Pokémon besiegt. Aber was machen wir gegen Raichu? Das war klar. Shit. Scheiße. Ich hab gehofft, dass es überlebt. Scheiße. Oh. Ich bin gerade total angespannt. Der Trainer hat wirklich überrascht. Los, Heiler! Ab in den Kampf! 2 gegen 1. So. Mit ihm kann ich wenig einmal machen. Nur Donnerwelle. Mit ihm. Duplex-Hieb. Mehr habe ich nicht. Komm schon, triff dich selbst. Ja. Okay. Dann Donnerwelle, damit es auch noch eine höhere Chance hat, dass es nicht angreift. Das könnt ihr beide schaffen. Duplex-Hieb, das wird nicht viel ab. Doch, das zieht extrem wenig ab. Nur 2-mal getroffen. Was machen wir? Schockwelle. Und du setzt nochmal Duplex-Hieb ein. Nein, ist nicht mehr verwirrt. Scheiße. Komm, das überlebst du. Ja, okay. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber... Man kann hoffen. Oh, das sieht zu wenig ab. Komm schon. 5-mal bitte treffen. Ah, warum nur 2-mal? So, Bitterkuss. Bitte. Kann ich Weichei auch auf... Nee, kann ich nicht auf Blitzmoos einsetzen. So, nochmal Duplex-Hieb. Warum geht es jetzt daneben? Warum? Ah, scheiß auf Statik. Warum nur 2-mal? Wir haben jetzt Sonnenpech. Bitte, überlebe. Ah, da, okay, ganz gut. Das ist sehr, sehr gut. Bitterkuss auf Raichu. Bitte. Ja. Hat getroffen. Ist verwirrt. Bitte, triff dich selbst. Nein. Donnerschlag, okay. Gegen Heiler ist das ganz in Ordnung, weil Heiler hat so viele KP und so eine gute Spezialverteidigung. Boah. Er trifft immer nur noch 2-mal. So, nochmal Duplex-Hieb. Ist verwirrt. Triff dich selbst. Nee, immer noch nicht. Ruxukip, das wird es nicht überleben. Doch, es überlebt! Mit den letzten KP. Es war noch nie so spannender als jetzt. Komm. Nein! Wir haben immer noch eine Chance. Los, Weichei. Bitte. Oh, so eine Anspannung. Nein, ist nicht mehr verwirrt. Oh, ich muss froh sein, dass er Routenschlag einsetzt. Ich muss da jetzt so froh sein. So, Weichei war jetzt nötig. Ist nicht mehr verwirrt. Was mache ich jetzt? Ich setze nochmal Schockwelle ein. Duplex-Hieb. Ich gehe jetzt aufs Ganze. Hast super gekämpft, Blitzmaus. Komm, bitte 5-mal treffen.
Fünfmal bitte treffen, dass man nicht rein. Oh, das ist der Volltreffer. Es trifft ein fünftes Mal. Aber nein, paar KP nur noch. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich hab doch keinen Beleber mehr. Ich hab doch keinen blöden Beleber mehr. Oh nein. Los, Tackle! Und du nochmal Duplex Hieb. Das. Okay. Ich muss froh sein. Es greift den vollen Sklaven an. Vollen Sklave ist sowieso jetzt besiegt. Es war nach einer Attacke klar, aber Duplex Hieb sollte jetzt reichen. Und es trifft. Komm schon, bitte. Ja, ja, ja. Ja! Es ist besiegt! Also Leute, wir haben es gerade so geschafft. Gerade so. Leider hat jetzt Blitzmaus auch nicht die EP bekommen, aber Heiler hat es am Ende noch geschafft durch seine gigantische Spezialverteidigung und Duplex-Hieb. Duplex-Hieb! Also, es ist gigantisch und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich werde offscreen, werde Chanera trainieren auf Level 27. Und werde auch die Pokémon heilen. Dass wir dann ganz spannend im nächsten Part weitermachen können. Ah, es war der spannendste Trainerkampf in diesem Let's Play bisher, glaube ich. Oder gab es schon spannender? Ich weiß es jetzt nicht. Der Part hat jetzt um einiges an Überlänge gewonnen. Ich dachte nicht, dass dieser Trainerkampf jetzt so lange dauert. Dann bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch und ciao.